Ich glaube, ich würde das jedenfalls nicht. Thank you.
Freunden erzählen. Aber ich bin doch mitten durch die Stadt gelaufen, die Schildkröte und ich. Sie hätten uns doch ganz leicht kriegen können. Was meinst du, Kass und Kaya? Hätten sie euch kriegen können? Nie! Kassiopeia kann nämlich ein wenig in die Zukunft sehen. Sie weiß mit Sicherheit vorher, was jeweils in der nächsten halben Stunde passieren wird. Kennst du die Graubeeren gut? Ich kenne sie und sie kennen mich. Sind die Graubeeren Menschen? Nein, sie haben nur die Menschengestalt angenommen. Wo kommen sie her? Sie entstehen, weil die Menschen ihnen die Möglichkeit geben zu entstehen. Wenn sie keine Zeit mehr stellen können, dann müssen sie in das Licht zurück, auf dem sie gekommen sind. Ich lasse mir meine Zeit von niemandem stehlen. Das will ich hoffen. Sag mal, was ist denn die Zeit eigentlich? Es wäre schön, wenn du dir diese Frage selbst beantworten könntest. Sie ist da, aber anfassen kann man sie nicht. Festhalten kann man sie auch nicht. Etwas, das immer zu vorübergeht. Also muss sie doch irgendwann kommen. Möchtest du sehen, wo die Zeit herkommt? Ja. Also gut, dann werde ich es dir zeigen. Aber an diesem Ort darf man nichts sagen und nichts fragen. Versprichst du mir das? Polizei, so helfen Sie mir noch.
gut. Still! Sie können uns wirklich benutzt haben, dass Sie jedem dieser Monat auf die Nase münden. Aber angenehm ist es trotzdem nicht. Und es glaubt Ihnen sowieso keiner. Und das alles hat ihn nur einen Aufenthalt in der Nervenklinik eingebracht. Im Übrigen haben Sie völlig recht, dass die kleine Momo bei uns gefangen gehalten wird. Nun, unser Angebot. Sie bekommen Ihre kleine Momo wieder zurück, nur unter der Bedingung, dass Sie nie wieder ein Wort über unsere Tätigkeit verlieren. Und als Lösegeld fordern wir 100.000 Stunden von Ihnen. Wenn nicht, werden Sie Ihre kleine Momo nie wiedersehen. Sagen Sie zu, sorgen wir dafür, dass Sie die nächsten 2 Tage hier rauskommen. Also? Einverstanden. Sehr vernünftig. Also völliges Stillschweigen, ja? Und 100.000 Stunden. Meinen Freunden nervös?
Chinchis? Ja, unser Chinchi ist berühmt geworden. Er ist auf dem Fernsehen zu sehen und im Radio spricht er auch. In der Zeitung steht auch auf dem Fernsehen. Alter, da vorne jetzt! Warum kommt er denn nicht mehr? Wo ist er denn jetzt? Er hat eine Villa auf einem grünen Hügel. Irgendwo dahin. Aber wir weiß nicht aus. Thank you.
Ich brauche dich einfach, du musst nur ja sagen.
zu mir? Früher seid ihr auch mehr gekommen. Früher, aber jetzt ist alles anders. Wir dürfen unsere Zeit nicht mehr nutzlos verdödeln. Das haben wir doch noch nie gemacht. Ja, es war schön. Aber darauf kommt es nicht an. Wo gehen wir denn jetzt hin? In die Spielstunde. Da lernen wir spielen. Was denn? Heute spielen wir Longboard. Das ist sehr nützlich, aber man muss höllisch aufpassen. Jeder von uns stellt eine Laufkarte dar. Jede Laufkarte enthält verschiedene Angaben. Wie groß, wie alt, wie schwer und so weiter. Manchmal sind die auch nur lange Zahlen, wie zum Beispiel MOC/763/Y. Dann werden wir gemischt und kommen in eine Partei. Einer von uns muss eine bestimmte Karte herausfinden. Er muss Fragen stellen und zwar so, dass er alle anderen Karten aussondert und nur die eine zum Schluss übrig bleibt. Wer es am schnellsten kann, der hat gewonnen. Das macht Spaß. Darauf kommt es nicht an, so darf man nicht reden. Worauf kommt es dann an? Darauf, dass es nützlich ist für die Zukunft. Ich hatte euch so viel zu erzählen. Dann sehen wir uns hier bald wieder. Bei dir war es viel schöner. Könnt ihr nicht einfach ausbrechen? Sie kriegen einen immer wieder. Vielleicht.
wir etwas anderes vorhaben. Wir haben ja all deine Freunde genommen. Du bist ganz allein. Warum? Weil wir möchten, dass du deinen kleinen Dienst erweist. Wenn du vernünftig bist, kannst du dabei bieten für dich und deine Freunde. Möchtest du das? Ja. Dann wollen wir uns um Mitternacht treffen. Sofort Ursula, diese Kassiopeia muss gefunden werden!
Da bin ich wieder. Bitte, halt dich ruhig. Was soll der Unfug? Man darf dich nicht sehen. Häusst dich wohl gar. Doch. Und ich darf doch sehr. Cassiopeia, die grauen Herren suchen dich überall, damit du sie zu Meister Horror führst. Was sollen wir jetzt machen? Wir gehen zu Horror. Jetzt? Ist es nicht gescheiter, hier zu bleiben? Ich weiß. Wir gehen. Dann werden wir ihnen aber nicht geradewegs in die Arme laufen. Wir begegnen keinem. Können wir nicht ein bisschen schneller? Leider nein. Musst du den Weg erst suchen? Der Weg ist in dir. Und mit dem Rauch stirbt die Zeit. So viel tote Zeit.
das für eine Krankheit? Sie können sich nicht mehr freuen. Sie können nicht mehr traurig sein. Sie können nichts und niemanden mehr lieb haben. Ich muss etwas dagegen tun, aber ich kann es nicht allein. Willst du mir helfen? Nein. Dann hör gut zu. Du musst wissen, dass ich niemals schlafe. Denn wenn ich einschliefe, würde im gleichen Augenblick alle Zeit auf der Welt aufhören. Und wenn es keine Zeit mehr gibt, kann ich nie wieder aufwachen. Und so sind die Welten still und starr. Es sind alle Ewigkeit. Aber es liegt in meiner Macht, dir eine Stundenblume zu übergeben. Wenn also alle Zeit aufgehört hat, so hättest du noch eine Stunde Zeit. Aber dann kann ich nicht mehr. Aber allein ist es nichts. Die Vorräte der Knochen sind viel größer. Wenn sie aber bemerken, dass die Zeit stillsteht, werden sie zu ihren Vorräten zurückrollen. Denn wenn es mit ihren Zigarren zu Ende geht, dann geht es auch mit ihnen zu Ende. Du musst ihnen folgen und die gefrorene Zeit befreien. Willst du es versuchen? Die Welt steht still. Was wird aus uns, wenn unsere
werden wir durchhalten. Es genügt völlig, wenn nur einige von uns diese Katastrophe überstehen. Wie gut, dass die Tür zum Vorratsspeicher offen war. Sonst wären wir verloren gewesen. Du machst die Tür zu. So werden wir vielleicht jahrelang nichts anderes zu tun haben, als uns gegenseitig zu bewachen. Eine trostlose Vorstellung. Das geht nicht. Sie bewegt sich doch nicht. Mit der Blume berühren. Thank you.
sind die Touristen gekommen.